auf dieser Bühne. Macht mal einen riesigen Applaus aus Niedersachsen für den Mann aus Münster, Andi Weber! Action, Andy, was guckst du denn wie drei Tage Regenwetter? Fragt die Schnarchnase Jochen und schmeißt seinen Amigo-Turnister direkt neben mich auf die Rückbank unseres Schulbusses. Eigentlich habe ich gar keinen Bock auf den alten Fotzkopf. Und eigentlich hat Jochen auch gar kein Recht, hinten auf der Rückbank des Schulbusses zu sitzen, weil hinten weiß jeder immer nur die Coolen sitzen und Cool und Opfer Jochen mal so gar nicht zusammenpasst. Aber heute bin ich zu schwach, ihm meine Meinung zu geigen oder ihm eins auf die Nase zu geben, denn ich habe schlecht geschlafen. Eigentlich habe ich sogar gar nicht geschlafen. Und so sage ich auch einfach nichts und schaue nur nachdenklich aus dem Fenster auf die verregneten, mit Wildkadaver übersäten Straßen meiner Stadt. Überall dieser Schmerz, diese Gewalt, denke ich. Muss an die letzte Nacht zurückdenken, die mir wieder eine weitere tiefe Narbe für mein junges Leben verpasst hat. Es war so gegen 10. Ich lag unter meiner Bettdecke und habe noch heimlich ein paar Comics weggeschmökert, als auf einmal diese unheimlichen Laute durch unsere Wohnung schallten. Klar habe ich da ein bisschen Angst bekommen. Natürlich bin kein Schisshase, ich bin's, Action-Andy. Aber die Geräusche waren wirklich bestialisch. Vielleicht ein wenig wie die erstickenden Schreie kleiner Katzenbabys, denen man langsam den Hals umdreht. Bin dann aufgestanden, um mal zu schauen, was da los ist. Schreie kamen aus dem Zimmer meiner Eltern. Mutter, fragte ich leise, Mutter, bist du das? Aber Mutter antwortete nicht. Nein, die Schreie wurden immer lauter im Ungestümer. Ich bin's, Action-Andy. So habe ich allen Mut zusammengenommen und die Tür des Zimmers einen Spalt geöffnet. Es war schrecklich. Jetzt am nächsten Morgen schaue ich aus dem Schulbus auf die leeren Einkaufsstraßen meiner Stadt. Bei dem Wetter schickt man nur uns Kinder auf die Straße, die Großen bleiben zu Hause. Sie wärmen sich am Ofen, trinken heiße Schokolade und rauchen teure Zigarren. Nur die Busfahrer, die Fährmänner des Sticks, erfreuen sich an den Unwettern des Herbstes. Sie sind die herbstzeitlosen Menschen ohne Moral. Mit ihren Bussen jagen sie die kleinen Tiere und Kinder auf den Straßen, überfahren sie mit einem Lächeln all die süßen Igel im Sekundentakt. Wir Kinder spüren die Wildkadaver, wenn der Bus über sie hinwegrollt und können nur weinen. Jedenfalls öffnete ich die Zimmertür meiner Eltern. Da lag sie, meine Mutter. Ihr Gesicht, eine Fratze, rot angelaufen, der Mund aufgerissen, die Haare klebten an ihrem verschwitzten Körper. Mutter, oh nein, dachte ich und wollte schreien, aber kein Ton kam über meine Lippen. Meine Mutter lag unnatürlich verrenkt auf dem Perserteppich vor unserem alten Röhrenfernseher und auf ihr Papa, der sich in ihren Körper irgendwie untenrum verhakt hatte und der uns dann immer und immer wieder mit Schwung auf den Popo haute. Bei jedem Schlag erklang wieder das Geräusch der sterbenden Katzenbabys. Ich wollte Mutter helfen, aber ich war wie versteinert. Was war das? Ich ahnte, das, was ich hier sah, war für meine Kinderaugen noch nicht zu begreifen. So viel Gewalt kannte ich noch nicht mal aus der Schule und da gaben wir es schon manchmal so richtig. Ich wollte wegrennen, aber ich konnte nicht. Die Katzenbabys schrien immer lauter und lauter und dann auf einmal Stille. Es war vorbei. Die nackten Leiber meiner sogenannten Eltern sanken auf dem Perserteppich und blieben reglos liegen. Erst ein paar Minuten später trennten sich die geschundenen Körper meiner Ernährer voneinander. Und ein riesengroßer Pillemann, der meine Familie, wie ich wusste, auszeichnete. Naja. Kam zum Vorschein und legte sich zwischen meine sogenannten Eltern auf dem Perserteppich zur Ruhe. Er war rot und geschwollen. Der Schulbus biegt um die letzte Straßenecke, das Unwetter wird immer schlimmer. Die Bäume, die schon seit Tagen keine Blätter mehr tragen, schlagen aus und recken sich nach unserem Bus, als ob sie ihn verschlingen wollen. Wie neunschwänzige Katzen schlagen die Äste gegen die Fenster. Die anderen Kinder lachen und spielen, sind so naiv. Der Fotzkopf Jochen fragt, ob er meine Erdkundehausaufgaben abschreiben dürfe. Ich schaue ihn nur kurz an und sage nein. Meine Gedanken gehen wieder zurück zur letzten Nacht. Ich erwachte aus meiner Versteinerung, rannte zurück in mein Kinderzimmer und griff mir meinen kleinen Koffer unter dem Bett. Nur das Wichtigste wollte ich einpacken und dann raus. Raus aus diesem Haus, was noch vor wenigen Sekunden meine Heimstatt war. Wie konnte ich mich nur so täuschen lassen? Ich öffnete mein Fenster. Schon öfters war ich ja über den Kirschbaum von meinem Kinderzimmer nachts abgehauen. Aber diesmal hatte ich kein Glück. Gerade hatte ich den Koffer runter in die Rabatten geschmissen, mich auf die Fensterbank geschwungen, als die Frau, die sich als meine Mutter ausgab, das Licht in meinem Zimmer anschaltete. »Was wird denn das, Freundchen?«, fragte sie. Ich schwieg. Nein, ich schwieg nicht, ich fing sofort an zu heulen.
sagte, dass ich in diesem Haus nicht mehr leben könnte. Mutter, ich habe alles gesehen, ich weiß, was hier abgeht, sagte ich. Sie schaute mich verlogen, unschuldig an. Brauchst gar nicht so zu gucken, Mutter. Ich habe dich und dieses Monster gesehen, was ich für meinen Vater hielt. Ihr beide auf dem Teppich, die Katzenbabys, die Gewalt. Willst du das leugnen, Mutter? Und diese Frau, die ich für meine Mutter hielt, schwieg. Und dann guckte sie mich nur kurz an und sagte drohend, ab ins Bettchen, aber sofort, Freundchen, sonst passiert hier was. Ja. Natürlich bekam ich da Angst. Was soll ich auch tun? So legte ich mich wieder ins Bett und tat so, als ob ich schlief. Aber ich habe die ganze Nacht kein Auge zugemacht. Ne, ganz sicher nicht. Nächsten Morgen erzählten mir diese beiden Ungeheuer dann irgendwas von schlecht geträumt, unruhig geschlafen. Wäre Worte, die ich im Halbschlaf erzählt hätte. Die beiden täuschten mich nicht. Gleich heute nach der Schule haue ich ab. Polen vielleicht. Oder Belgien, dort mögen sie Kinder, hörte ich. Ja, jedenfalls, hier kann ich nicht bleiben, hält unser Bus an und Opfer Jochen fragt, ob er heute beim Fußball bei mir in der Mannschaft spielen darf. Diese Bitch, denke ich, und hau ihm kräftig eins auf die Nase. Dieser Welt voller Gewalt kann nur der Stärkste überleben. Keine Frage, wer das ist. Ich, Action Andy. Danke.